Seine Songs kennt wahrscheinlich jeder, kaum jemand weiß aber, dass dieser Mann in Ostwestfalen Lippe lebt. Alan Silson, der legendäre Gitarrist der englischen Gruppe Smokey. Living Next Door to Alice hieß es in den 70ern, Living Next Door to Hüllhorst heißt es heute. Ein Haus versteckt im Wald in der Nähe von Hüllhorst. Seit fast 12 Monaten lebt hier Alan Silson, ein Mann, der in den 70er Jahren Popgeschichte geschrieben hat. Und 1980 landete er mit seiner Band Smokey und melodischen Romantik-Songs wie If You Think You Know How to Love Me oder Living Next Door to Alice zahlreiche Hits. Und an diese Tage und Songs denkt Alan Silson auch heute noch gerne zurück. You got to lead the way. Yes, if you think you know how to love and you think you can stand by. If You Think You Know How to Love Me war unser erster großer Hit und es ist noch immer mein Lieblingssong. Es hat damals wirklich lange gedauert, bis wir auf der Erfolgsleiter nach oben gekommen sind. Wir haben schon in der Schule angefangen und später sind wir dann durch die Clubs und Arbeiterzentren getingelt. Und dabei sind wir dann eben eines Tages entdeckt worden. Die Erfolgszeiten von Smokey sind schon lange vorbei. Die Band gibt es zwar immer noch, aber Alan Silson stieg 2002 aus, um sich musikalisch neu zu orientieren. Mit dem Umzug von England nach Hüllhorst wagte er auch privat einen Neuanfang. Ich hatte schon lange den Plan, von England nach Deutschland zu ziehen. Meine Freundin stammt aus der Gegend hier. Deshalb haben wir uns hier umgesehen und ich habe mich sofort in dieses Haus verliebt, weil es so nah am Wald liegt und so hübsch und ruhig ist. Raining in Manson, ein Song aus dem Album Solitary Bird, dem ersten soeben veröffentlichten Solowerk von Alan Silson. Vom Musikmachen kann er nämlich auch in seinem neuen Domizil nicht lassen. Und obwohl er in seinem kleinen Dachstudio heute mit sehr viel mehr Elektronik ans Werk geht als zu Smokey-Zeiten, der Sound früherer Tage ist auch heute noch unverkennbar. Der Smokey-Sound, das ist eben meine Art, mich musikalisch auszudrücken. Und ich hoffe, dass es noch genug Fans gibt, die diese Musik immer noch lieben. Schließlich sind wir ja alle ein wenig älter geworden. Und warum sollten wir nicht alle noch die gleiche Musik lieben wie früher? Und damit die Fans seine Musik auch im Konzert hören können, plant Alan Silson für Anfang des nächsten Jahres einige Konzerte, bei denen er auch in OWL Station machen will. Hold your face a little closer to the candle. I wanna feel you here by the light. I've been lost and it's more than I can handle. I've been afraid for my very life. Das Konzert also.